Ja, Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, Frau Kanzlerin, Herr Vizekanzler, Herr Schäuble, mich macht diese Debatte ein bisschen ratlos. Diese Debatte ist ja von großer Ratlosigkeit geprägt, was dazu führt, dass man viel über die letzten 5 Jahre redet und wenig über die nächsten 5 Tage redet. Ich habe es in diesem Haus immer so erlebt, dass es einen großen Trennungskeil gibt zwischen Abgeordneten hier quer zu allen Fraktionen. Und ich habe mich immer in diesem Haus an dieser Stelle näher bei Angela Merkel, bei Wolfgang Schäuble, bei Siegfried Kauder, bei fast allen in meiner Fraktion und bei fast allen in der SPD, bei Volker Kauder auch, ja, gefühlt, als bei den Kollegen von der Linkspartei und dem Herrn Gauweiler und anderen. Und das war die Frage, ob man am Ende Europa als ein Konzept sieht, in dem das Wir entscheidet, dass wir die europäischen Bürgerinnen und Bürger sind und nicht wir und die anderen im Sinne von Deutsch und die anderen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser gemeinsame Punkt, der uns zusammengehalten hat in den letzten Wochen, ich habe da Angst, ehrlich gesagt, vor Herrn Schäuble, dass Ihnen das abhanden gekommen ist, weil ich Sie immer sehr geschätzt habe, Ihre Konzepte von Kerneuropa und so nicht, aber immer sehr geschätzt habe. Und ich habe auch bei Frau Merkel die Sorge davor, weil in den Situationen, wo es wirklich um alles ging, ich immer das Gefühl hatte, dass Sie bei allen pragmatischen Überlegungen und bei aller Notwendigkeit, zu Hause zu verkaufen, die historische Bedeutung von gewissen Entscheidungen immer mit einpreisen. Und ich erkenne, dass wir hier vielleicht inzwischen ein unterschiedliches Konzept von Europa haben, wo Sie glauben, Europa wäre gestärkt, wenn Griechenland auch durch größere Probleme noch geht, entweder durch einen Grexit oder durch eine noch tiefere innenpolitische Krise nach einem Nein. Ich glaube aber, dass das falsch ist. Ich kann mich irren. Ich glaube aber, dass das falsch ist. Und deswegen frage ich mich, diese Debatte wird live und übersetzt im griechischen Staatsfernsehen übertragen. Und ich frage mich, wer außer Herr Gysi, der ein Nein erreichen möchte, hier in seinem Redebeitrag dazu beigetragen hat, Menschen in Griechenland, die noch nicht wissen, wie sie sich am Sonntag entscheiden sollen, davon zu überzeugen, dass wir wollen, dass Griechenland mit uns im Euro bleibt, dass wir das wollen. Ich bin nicht jemand, der sagt, das Bild vom unnachgiebigen Deutschen in Anführungszeichen, was von gewissen politischen Kräften in Griechenland bedient wird, wäre zutreffend. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir auch Menschen es leichter machen, zu erkennen, dass es nicht zutrifft. Und dann muss man sich in einer solchen Debatte von den innenpolitischen Problemen, die ich nachvollziehen kann, freimachen und muss die Wirkung, die diese Debatte nach Griechenland hat, 5 Tage vor einem Referendum, was natürlich für die Zukunft Europas entscheidend ist, freimachen. Davon bin ich überzeugt. Und wir erleben seit Jahren, dass der Handlungsspielraum in dem von Toni Hofreiter treffend dargestellten System, wo Regierungen entscheiden, die nationales Interesse vertreten müssen, auch zu einem gewissen Grad, wo europäische Institutionen, die auch in anderen Logiken handeln können, außen vor bleiben, dass in diesem System von europäischem Regieren die Handlungsspielräume von deutscher Politik, von griechischer Politik und von allen anderen immer kleiner geworden sind. Und ich hätte mir gewünscht, dass Ihre Reden heute von der Bundesregierung vor allem dazu beigetragen hätten, die Handlungsspielräume der griechischen Politik und in diesem Falle, um es ganz ehrlich zu sagen, vor allem des griechischen Demos zu steigern, weil ich auf die Menschen in Griechenland vertraue und davon überzeugt bin, dass die Menschen in Griechenland auch richtig für Europa entscheiden. Und vielleicht ist es vor diesem Hintergrund ein grundsätzlicher Fehler der Strategie des Verhandelns von Herrn Tsipras, von dem ich ja nicht viel halten muss, aber auch von Europa gewesen, dass sie einer solchen Regierung wie der von Syriza überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, in einer Situation, wo alles auf Kante steht, eine solche Fehlentscheidung treffen zu können, weil man das Problem nicht vorher abgeräumt hat. Denn, verdammte Axt, es geht gerade um ganz, ganz viel und nicht, wie Frau Merkel sagt. Frau Merkel hat gesagt, die 18 anderen müssen keine Sorge vor der Katastrophe haben. Wir sind aber 19 gemeinsam in der Eurozone und 28 in der Europäischen Union. Danke sehr.
Vielen Dank. Als nächster Redner hat Eckhard Rehberg für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.